Moin, Janis hier nach einer ganzen Weile, in der es kein Video hier auf dem Kanal gab. Trotzdem vielen Dank euch allen, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Und manchmal will gut Ding Weile haben. Ich hoffe zumindest, dass es gut Ding ist. Ich spiele hier ein Super Blitz Tournament, ein 3 plus 0 Minuten Turnier. Und zwar in der ersten Runde für mich gegen Shalmani 44. Und wir bauen hier erstmal ein kleines Mäuerchen auf, diagonal übers Brett und schauen, wie ich jetzt meine Figuren trotzdem entwickelt kriege. Das ist dann eben an so einer Bauernkette durchaus mal tricky, gerade für den Weißfeldringläufer, für ihn, für den Schwarzfeldring natürlich, wie man dann da vorankommen möchte. Vielleicht ist der Schlüssel hier auf dem Damenflügel für Fortschritt zu sorgen, für Aktivität. Ich nehme mal den Läufer hier ein Stück zur Deckung des Turmes her und kann jetzt hoffentlich hier die A-Linie öffnen. Drohe nochmal vorbeizugehen. Ja, das sieht so verlockend aus, das muss ich einfach machen. Die Frage ist tatsächlich, was mache ich auf Dauer mit meinem armen Läufer? Den Lauf vielleicht umgruppieren, um den Springer zu entwickeln. Immerhin habe ich noch einen Läufer hier auf B7, der den König, den Turm auf A8 deckt. Und man sieht hier auch, Shalmani ist am Umgruppieren und am ja, halb angreifen, halb zurückziehen mit seinen Figuren, um sich die richtige Aufstellung für den finalen Kampf zu finden. Vielleicht kann ich jetzt hier über F6 irgendwas aufbrechen. Er tauscht einmal ein paar Türme, ist quasi aus dem Spiel, einer von jeder Seite. Ich schlage einmal hier, schlage nochmal hier und jetzt löst sich das nicht wirklich auf. Schon immer noch acht Bauern hier in direkter Opposition, so ein bisschen wie Kalter Krieg. Panzer am Checkpoint Charlie. Ja, ich würde gerne mit dem Läufer nach E7, aber da muss der Springer hin, sonst hat er überhaupt keine Chance wegzukommen. Das hätte man schon pre-moven können. König schlägt F8. Was hat der denn vor? Ist da irgendwas ganz Gemeines? Ich sehe nichts. Dame hier Schach, komme ich erstmal weg. Zwei Bauern für den Läufer. Ich drohe matt und greife den Läufer hier an. Er zieht sich zurück. Das war, glaube ich, auch erzwungen. Und wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Vielleicht so. Und den Läufer ins Spiel bringen. Nur wohin? Hierher, um den Vorstoß mit einem Zwischenschach beantworten zu können. Oh, auf meinen Bauern hätte ich aufpassen sollen. Das ist ein berechtigter Punkt. 36 Sekunden Rest. Ich muss auch auf den Bauern aufpassen, auch wenn ich jetzt hier in eine Fesselung gegangen bin. Wahrscheinlich wird langfristig irgendwie das hier passieren. Aber noch bin ich mit der Dame auf G2. Das heißt, Läufer nach C4 droht noch nicht unmittelbar. Keine Zeit, irgendwas ziehen. Irgendwas ziehen und hoffen, dass ich irgendwann wiederum dann die Chance kriege, hinten auf G2 doch nochmal zu setzen. Letztlich, das ist ja das Einzige, was ich im Moment habe an Bedrohung. Ich habe den Springer für drei Bauern, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Drohe mal den Bauern zu schlagen, aber ich habe vor allem tatsächlich ein erhebliches Zeitproblem. Das sollte erstmal noch safe sein. Drohe den nächsten Bauern zu schlagen. Das Schach hier unten begegne ich. Dem Schach da unten begegne ich mit. Oh! Oh, okay. Meine Dame. Jo, herzlichen Glückwunsch, Shalmani, und wir sehen uns.
beim nächsten Spiel hier aus dem Turnier. Wie immer, bleibt mir treu, lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins da gelassen habt, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Danke euch, ciao.